Willkommen, ihr Lieben. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe das die Tage aufgeschnappt bei mir in den Livestreams und habe auch Post dazu bekommen. Worum geht es eigentlich? Es geht um die Supercell-ID und ich will jetzt nicht sagen, dass ich die jetzt anzweifle, wenn es darum geht, dass die wohl vielleicht doch nicht so sicher ist. Aber ich wollte es ganz gerne nochmal hinterleuchten, weil scheinbar wird immer noch oder ist immer noch sehr, sehr stark diese Geschichte um das sogenannte Account Phishing immer noch vertreten. Und je älter und je mehr Geld in so einem Account steckt, desto ärgerlicher ist es natürlich, wenn so ein Account abhanden kommt. Ärgerlich ist es immer dann, wenn du dort jahrelang in irgendetwas investierst und es ist weg. Und du kommst einfach ums Verrecken nicht mehr ran, so will ich es mal sagen. Und deswegen habe ich mir mal hier einen neuen Account erstellt. Hase, in der Tat. Hase hat eine E-Mail-Adresse und Hase ist noch nicht verbunden. Hase ist ein Google-Account tatsächlich. Und mit dem Klick, glaube ich, auf Google Play, ich glaube, bei Apple passiert das automatisch über das Game Center, kann ich diesen Account erstmal, glaube ich, überhaupt mit meinem Google, sage ich mal, verhaften. Bei Apple funktioniert das ähnlich, da gibt es halt nur hier keinen Button. Ich mache das mal eben. Okay, ich habe jetzt irgendeinen Namen da genommen, aber er eiert jetzt noch rum, also ich musste erstmal meine Identität nochmal 100-mal, nicht 100-mal bestätigen, aber mehrmals bestätigen. Und das ist, wie ich es auch wirklich bin. Und danach kann man das Spiel dann mit der Supercell-ID verbinden, das heißt also, ich bekomme eine. Ja, ist klar. Okay. Ja, alles klar. Jetzt bin ich auf jeden Fall verbunden. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Hurra. Das ist dann aber nicht auf oder das ist dann nicht, ja. Das ist dann nicht unter Clash of Clans, sondern eher hier. Ich benenne mich da auch, glaube ich, gleich um. Das geht ja gar nicht. Das war ja jetzt gerade so ein Name, den die da für mich ausgesucht haben. Naja, aber ich könnte mich jetzt mit der Supercell-ID verbinden. Das wollte ich auch eigentlich ganz gerne mal machen. Also Supercell-ID, bist du bereits angemeldet? Nein, bin ich nicht, sondern ich muss mich einmal neu registrieren. Dazu brauche ich jetzt aber ein E-Mail-Programm und das habe ich hier auf dem Ding noch gar nicht drauf. Das hole ich jetzt mal eben im Hintergrund nach. Okay, Leute, also mit der Supercell-ID bin ich jetzt auch verbunden. Es gibt auch 50 Gems für, also sollte man in jedem Fall machen. Auch wenn man vor allen Dingen auf mehreren Geräten das ganze Spiel, das heißt also, Hase hatte jetzt auch schon ein paar Erfolge. Sichere dein Dorf, ja, mit einer, um es zu sichern. Und ja, habe noch ein paar mehr, aber ich lösche den Account gleich sowieso wieder. Und deswegen dient das nur zu Aufnahmezwecken hier. Das heißt, ich bin jetzt verbunden hier. Mein Name ist immer noch Hase und jetzt kann ich auf das Zahnrädchen gehen. Also hier oben auf das Zahnrädchen. Okay, mein Name ist zwar Hase, aber das Bild passt jetzt irgendwie nicht. Und wenn ich auf das Zahnrädchen gehe, dann habe ich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, dass ich Sachen machen kann wie Online-Status anzeigen oder nicht, neue Freundschaftsanfragen erhalten oder nicht. Und ich kann meinen Namen ändern und ich kann auch angemeldet als und ich kann auch die E-Mail-Adresse ändern. Und ich glaube, die E-Mail-Adresse, das ist schon eine richtig schwierige Sache, denn der Fall, der mir zugegengetragen wurde, dort wurde nämlich die E-Mail-Adresse geändert. Das heißt, das Dorf wurde, ja, die alte E-Mail wurde gecatcht. Wie auch immer, wenn man natürlich keine Zwei-Faktor-Authentifikation dahinter hat, per Verifizierung, per SMS zum Beispiel aufs Telefon, dann wird es sehr, sehr schwierig, wenn man vielleicht nur im Auto gearbeitet hat oder so. Ich nehme selber meistens entweder die Verifizierung über SMS oder ich nehme den Authenticator für fast alle meine Sachen, die ich habe. Man macht sich natürlich auch sehr, sehr abhängig dann von den Apps, muss man ganz klar sagen. Da hatte ich dann mal ein kleines Problem. Aber man kann hier jetzt einen Kontoschutz aktivieren und im unteren Punkt, also wenn ich den aktiviere, dann sagt er, Achtung, kannst du dann nur, kann nur mit Wiederherstellungscodes oder der SMS oder SMS-Verifizierung wiederhergestellt werden. Sobald er aktiv ist, kann er nicht mehr deaktiviert werden. Ich gehe mal auf OK. Dann wird mir wieder ein Code zugesendet, den muss ich jetzt eingeben. Und ja, kurzer Cut, dann springe ich eben aufs E-Mail-Programm, um mir den rauszusuchen. Okay, ich habe jetzt also drei Wiederherstellungscodes bekommen. Die kann ich jetzt kopieren, kann sie mir irgendwo
abspeichern, beziehungsweise kann die einmal kopieren, dann sind die in die Zwischenablage kopiert und ich habe die Codes an einen sicheren Ort gespeichert. Ja, habe ich. Wo auch immer der sichere Ort ist. Ich gucke mal gerade, was alles so funktioniert. Ja, das funktioniert auch. Okay, kann man also direkt wegpasten, wenn man es möchte. Und wenn ich jetzt auch weitergehe, dann habe ich noch die Telefon. Kann ich das? Muss ich noch eine Telefonnummer angeben, an der ich das Ganze senden möchte? Und zwar ist das meine Telefonnummer. Ja, einmal senden. So, da kriege ich jetzt auch noch mal einen Code hin. Da ist er. Wirklich aktivieren. Ist der Kontoschutz aktiviert, kann dein Konto nur mit der SMS-Verifizierung wiederhergestellt werden. Oder falls du deine Telefonnummer verloren hast, nur mit den Wiederherstellungscodes. Okay, also wenn das jetzt jemand hat, dann kann er das entweder mit der SMS-Verifizierung machen. Okay, oder halt mit den Codes. Ihr seht jetzt auch, hier unten ist jetzt auch ein Haken hingekommen. Und ihr seht hier unten dann auch, teile eure Nummer. Und ich habe auch gerade, glaube ich, eine E-Mail bekommen, dass das Ganze jetzt abgeschlossen ist. Und damit bin ich eigentlich relativ, ja, was heißt relativ sicher. Also hier kann man dann auch noch über E-Mail dann noch anhaken, ob man Abonnements bekommen möchte, beziehungsweise was man haben möchte über die diversen Spiele. Aber wenn das Konto jetzt gefischt wird, ich muss selber gerade tief in mich reingehen, dann muss jemand ja schon meinen E-Mail-Account haben. Wenn er meinen E-Mail-Account hat, also wirklich vollständig übernommen hat, dann kann er natürlich dieses Dorf eigentlich noch nicht laden, sondern er muss dann per Supercell-ID hier neu reingehen. Das heißt, er ruft das irgendwo auf, geht per Supercell-ID neu rein und sagt, gib mir mal eine neue ID. Und wenn er eine neue ID hat und ist verbunden, dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, hier unten die E-Mail-Adresse zu ändern. Und das, finde ich, ist dann die Schwachstelle an der Stelle. Denn damit ist dann wirklich das Konto von einem zum anderen übergegangen, muss man ganz klar so sagen. Und man hat eigentlich keine großartige Chance mehr, an sein Konto zu kommen. Ich sehe es jetzt auch schon fast ein, dass es dann an der Stelle sehr, sehr schwierig wird. Weil vor allen Dingen, wenn ich dieses Dorf jetzt gleich lösche und versuche, das wieder herzustellen, weil ich glaube, jetzt gibt es auch den Punkt, unter mehr Einstellungen möchtest du den Account wirklich löschen, oder? Ich guck mal gerade. Nee, den gibt es gar nicht. Ich habe das doch mal irgendwo gesehen. Schild und Schutz ein, Größe, Bildschirm rütteln, Gegnersuche, Namen ändern. Okay, Namen ändern kann ich noch nicht, geht erst ab Level 5. Personalisierte ein und nur relevante Spendenanfragen zeigen auch ein. Das betrifft mich ja jetzt eigentlich gar nicht. Außer ich möchte meinen Account gerne löschen. Hilfe und Support. Ist das hier? Ich muss mal gerade gucken. Spielkonto. Ich habe Probleme mit meinem Spielkonto. Superkonto Wiederherstellung. Okay, Supercell-ID. Zugriff. Auf deine Daten, Löschung deiner Daten, okay. Löschung deiner persönlichen Daten. Mhm. Okay, Löschung deiner, du hast meine Daten löschen. Oioioi, bitte nachzukommen. Aha, um dieser Bitte nachzukommen, müssen wir dein Spielkonto permanent schließen und löschen. Aha. Danach geht jeglicher Fortschritt verloren, das ist klar. Egal, ob du bezahlt hast oder nicht, wenn du nur ein neues Spiel beginnen möchtest, dann liest dir unsere Anleitung diesbezüglich durch, okay. Also letztendlich könnte ich ihn dann hierüber gänzlich löschen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das früher so möglich war oder ob man wirklich seinen Google-Account dann löschen musste noch zusätzlich, dass das Dorf dann wirklich weg ist. Also letztendlich müsste ich dieses Dorf jetzt mal löschen. Das halte ich dann aber in meiner anderen Folge, glaube ich, fest, wie ich so ein Dorf wiederkriege. Also, aber trotzdem nochmal den Tipp. Macht das, was Supercell euch in jedem Fall empfiehlt. Wenn Supercell euch halt empfiehlt, dass ihr bitte euer Spiel erstmal verknüpft hier. Hier ist jetzt auch der Button weg, dass es verbunden ist. In dem Moment, wo ich nämlich mit einer ID da bin. Und schaut, dass ihr in jedem Fall hier den Extraschutz hier unten nochmal an
anmacht. Also ich habe ihn angemacht, auch bei meinen anderen Kunden, weil mir die natürlich auch mittlerweile sehr hart ans Herz gewachsen ist. Damit haben wir aber nicht die Frage jetzt beantwortet, ist die Supercell-ID jetzt eigentlich sicher oder ist sie nicht sicher? Oder bringt erst die richtige Sicherheit der Kontoschutz noch zusätzlich etwas? Schwierig zu sagen, aber trotzdem sind Leute an mich herangetreten, die wohl da wieder ein Problem mit hatten. Und ich kann euch aber eins sagen, dass kein Content Creator wird euch in persönlichen Problemen helfen können. Da müsst ihr immer über den Support gehen über andere Sachen, um an Supercell ranzutreten, weil wir haben letztendlich auch nur Kontakt zu den Community Managern und die Community Manager haben auch keinen Zugriff auf irgendwelche Konten oder was auch immer, sondern es sind Community Manager und keine Verwaltungsorgane, sage ich mal, die Accounts sperren oder Passwörter sperren oder was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Also die machen jetzt keine klassische Benutzerverwaltung oder Kontenverwaltung. Naja, ich mache hier mit dem Dorf mal weiter, lösche das dann und mal sehen, wie dann der Fortschritt ist. Das heißt also, ob der Fortschritt dann weitergeht, nee, oder ob er nicht weitergeht. Das ist ja die Frage. Eigentlich geht der Fortschritt ja nicht weiter und müsste an der Stelle, wenn ich mein Konto denn wieder haben möchte, dass es wieder hergestellt wird, müsste es ja so sein wie vermutlich jetzt oder ich baue es noch ein bisschen länger aus. Das könnt ihr mir in den Kommentaren lassen. Bauen wir Hase auf oder löschen wir Hase einmal und bauen ihn dann neu auf. Das überlasse ich jetzt euch und nicht mehr mir. Wenn euch die Folge trotzdem ganz gut gefallen hat, dann lasst meinen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Mein Name ist Hase, ich weiß immer noch nicht wirklich mehr, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufschlauen und konnte euch auch in gute Hände geben. Das heißt also in die Supercell-Hände hier, wenn ihr natürlich Probleme mit dem Support habt, dann lasst bitte euren Frust nicht bei mir ab. Ich kann da letztendlich recht wenig machen. Ich kann euch nur die Tipps geben und dass ihr dort, wie gesagt, immer über den Supercell-Account oder über den Supercell-Support gehen müsst, weil es gibt keinen anderen Weg an der Stelle. Und dass das Phishing-Problem immer noch so ein Problem ist, ich glaube, ich habe ja schon mal einen Vorschlag gemacht, wie man den auch Herr werden kann, auch wenn ihr Belege einreicht oder so, die klar belegen, das ist mein Dorf, hier habe ich für bezahlt und so weiter. Das Einfachste ist tatsächlich, wenn man, glaube ich, hier an der Stelle am Zahnrad unter verbunden, hat man ja hier eine eindeutige ID auch vor allen Dingen hier. Ja, hier hat man ja eine eindeutige ID und dass man das mit screenshottet, mit seinem Namen, mit seiner ID hier. Das heißt, die steht ja irgendwo hier oben auch noch zusätzlich. Und am einfachsten ist, wenn Supercell, glaube ich, in den Shop einen Ingame-Kauf reinbringt über 0 Euro, sodass du einen Beleg hast, wo dein Dorf draufsteht, deine Dorfnummer etc. Denn das kannst dann natürlich nur du haben, wenn du noch im Besitz der gültigen E-Mail-Adresse bist, wenn die natürlich abhandengekommen ist. Ich glaube, dann wird es ganz, ganz schwer, etwas zurückzubekommen. Okay, jetzt aber genug. Den Rest können wir gerne in den Livestreams diskutieren. twitch.tv/totoclashshow ist es richtig. Schaut einfach in die Beschreibung unter dem Video. Ich bedanke mich in jedem Fall auch für die vielen Kommentare auf das Video von gestern. Es war kein Clickbait. Es war kein Clickbait von mir, das sage ich einfach mal so. Ich habe den Titel halt so gewählt. Ich hätte jetzt auch irgendeinen anderen Titel nehmen können, aber wollte das für die Folge jetzt nicht machen. Ich wollte auch keinen erschrecken oder niemanden ärgern. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Toto. Clasht.